Schön, dass du dabei bist heute bei unseren Kirsch-Sahne-Schnitten. Wir starten mit dem Rührteig. Dazu brauche ich Backpulver, kaltes Wasser, die Eier habe ich schon getrennt, Zucker und außerdem Stärke und Mehl. Das Eiweiß kommt in die Schüssel, dazu das Wasser. Das Ganze wird schaumig aufgeschlagen. Sobald es schaumig ist, kommt der Zucker mit dazu. Dann schlagen wir weiter, bis es gut steif ist. Und dann gebe ich die Eigelbe einzeln mit darunter. Die schlage ich so circa eine halbe Minute pro Ei. Wenn das gut aufgeschlagen ist, hat es eine leicht gelbliche Farbe und dann kommen die trockenen Zutaten mit dazu. Die siebe ich direkt drüber, also Mehl, Backpulver, Stärke. Und mit einem Handschneebesen hebe ich vorsichtig das Ganze unter unsere Eimasse, denn wir möchten sie ja nicht zerstören. Auf ein Backblech habe ich ein Backpapier gegeben und einen Backrahmen. Da rein kommt jetzt unsere Masse. Die Masse findest du übrigens unterhalb des Videos nochmal. Und bei 200 Grad Ober-Unterhitze darf es im unteren Drittel ca. 10 bis 12 Minuten goldbraun backen. Dann herausnehmen, kurz auskühlen lassen und nun halbieren wir das Ganze. Eine Hälfte davon setze ich gleich in einen Backrahmen hinein und dann geht es auch schon um die Füllung. Für die Füllung brauchen wir roten Tortenguss, Kirschsaft, außerdem Sahnesteif, Zucker, Vanillezucker, Schmand, Magerquark, Sahne und Kirschen. Bei den Kirschen kannst du sowohl Süß- als auch Sauerkirschen nehmen. Ich habe hier den Schmand gleich in die Schüssel gegeben, Quark dazu, den Zucker und das Vanilleextrakt, das Ganze gut schaumig rühren. Dann kommen ungefähr 5 Löffel von unserem Kirschsaft zu dem Sahnesteif. Das rühre ich mir hier cremig, damit auch keine Klümpchen sind. Ich gehe da gerne auf Nummer sicher, gebe das zu unserer Quarkmasse und rühre das unter. Nun schlagen wir die Sahne steif, die kommt dann auch gleich mit dazu. Die Rezeptdetails findest du wieder unterhalb des Videos, einfach aufklappen, dort ist auch der Link, wo du es ausdrucken kannst. Die Sahnemasse gut unterheben, dadurch wird es etwas heller. Wenn es dir zu hell ist, kannst du dir gerne noch mit Lebensmittelfarbe etwas die Farbe verstärken. Mein Backrahmen ist leider etwas zu groß, dann habe ich mir ein Brettchen reingegeben, fixiert und nun kommt noch etwas Marmelade drauf. Ich habe mich hier für eine Kirschmarmelade entschieden. Dann obendrauf die Kirschen. Und die Quarkmasse jetzt gleich mit dazu. Das Ganze wieder mit einer Winkelpalette glatt streichen. Und dann siehst du, was auch wieder passiert. Der Backrahmen ist nicht nur zu groß, er ist auch noch zu flach. Ich setze jetzt gleich den Rührteig oben drauf. Und dann kommt hier der nächste Trick. Ich nehme mir zwei Kuchengabelchen und ziehe mir den Backrahmen dadurch etwas hoch. Das geht, weil die Quarkmasse doch recht fest ist. Streiche mir den Rand wieder schön sauber. Und nun machen wir unseren Tortenguss. Den nach Packungsanweisung kochen. Und mit einem Löffel direkt auf unserem Boden verteilen. Mit dem Löffel noch in die Ecken gehen, damit er überall hinkommt, schön verstreichen und gut 2 Stunden kalt stellen. Dann können wir unsere Kirschschnitten auch schon rausschneiden mit einem sauberen Messer in Portionen teilen. Und da habe ich Schokolade noch erhitzt und mit einer Gabel ziehe ich damit schöne Streifen. Das gibt einen ganz tollen Knack, wenn du da ein Stück abschneidest. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt. Bist du neu auf meinem Blog? Dann lass mir doch gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke, damit du keines der nächsten Videos verpasst. Und jetzt werden dir noch Videos vorgeschlagen, wo du mich noch findest. Ich danke dir fürs Zusehen. Bis bald, deine Silke.